Liebe Frau Professor Habeck, liebe Nadja, euer Brustzentrum ist ja sehr bekannt, natürlich auch durch dich. Und was bietet ihr denn als Brustzentrum alles so an? Ja, vielen Dank. Wir sind ja das Brustzentrum der LMU München, also ein universitäres Brustzentrum. Das bedeutet, dass wir maximale therapeutische und diagnostische Möglichkeiten haben. Und ich glaube, das, was für Patienten am wichtigsten ist, dass wir alles unter einem Dach anbieten. Das heißt, man muss sich nicht die Experten suchen, sondern die Experten kommen zur Patientin, wenn es notwendig ist. Und das umfasst natürlich bei der Ersterkrankung von der Diagnostik in der Radiologie, Nuklearmedizin, dann alle Operationsverfahren, auch Wiederaufbau. Wir arbeiten hier auch, was die freien Lappen zum Beispiel angeht, auch mit der plastischen Chirurgie zusammen. Dann haben wir natürlich eine eigene onkologische Tagesklinik, wo wir die medikamentösen Therapien anbieten. Wir haben eine sehr, sehr moderne Pathologie, die auch die modernen Gentests anbietet, wo wir molekulares Tumorboard machen können bei der metastasierten Erkrankung. Wir haben eine Strahlentherapie, die sehr früh auch diese sehr schonenden Verfahren angewendet hat, herzschonende Verfahren, dieses in der tiefen Inspiration bestrahlen, damit das Herz möglichst weit weg ist von der linken Brustwand, dann hypofraktioniert oder jetzt auch ultrahypofraktioniert, dann geht die Bestrahlung bei Ersterkrankung in einer Woche, was ja ein Riesenfortschritt ist, auch gerade für ältere, mobilitätseingeschränkte Patienten zum Beispiel. Dann in der Radiologie auch bei Metastasierung zum Beispiel lokale Interventionen, wenn einzelne Metastasen verkocht werden müssen, zum Beispiel, oder diese Bestrahlung von innen, dieses SIRT-Verfahren. Und natürlich, glaube ich, was auch ganz wichtig ist, wir haben zwei sehr, sehr engagierte Breastcare-Nurses, eine an jedem Standort. Wir haben Psycho-Onkologie an beiden Standorten. Wir behandeln ja in der Innenstadt und in Großhadern. In der Großhadern machen wir die Operationen, in der Innenstadt bieten wir die ambulante Betreuung an und für spezielle Fragestellungen natürlich Kinderwunschberatung im Team von Professor Thaler oder auch an unserem Zentrum für Familien, Brust- und Eierstockkrebs die genetische Beratung und Testung. Und letztlich ist unsere Aufgabe auch als Universitätsklinik, dass wir natürlich auch Studien anbieten für Patientinnen in allen Stadien von Brustkrebs. Und auch Patienten, die nicht bei uns behandelt werden, primär können sich jederzeit auch an unsere Studienzentrale wenden. Da reicht in der Regel bei konkret Plan auf Therapieumstellung oder auch bei Ersterkrankung eine Anfrage über den betreuenden Arzt oder die Ärztin. Wenn du sagst, ihr macht Studien, lass uns doch mal drüber sprechen, was ihr bei frühem Brustkrebs zurzeit an Studien so anbietet. Ja, da gibt es ja ganz interessante Ansätze. Es gibt neue Medikamente. Wir haben ja bei Brustkrebs einen riesen Fortschritt gehabt in den letzten 3 Jahren. Über 10 neue Zulassungen. Bei frühem Brustkrebs waren es 3 neue Zulassungen vorletztes Jahr. Und es gibt weiter neue Medikamente. Fangen wir an, vielleicht nach Subtyp getrennt bei der hormonempfindlichen Erkrankung. Da geht es darum, reicht die Antihormontherapie alleine aus. Es wird eine Studie geben mit Ribociclib als CDK4/6-Inhibitor bei Patienten, die noch keinen CDK4/6-Inhibitor haben oder die für das Abemaciclib aus irgendeinem Grund nicht in Frage gekommen sind. Das ist die sogenannte WIDER-Studie. Da hoffen wir, dass die jetzt im Frühjahr diesen Jahres losgeht. Dann für Patienten, die schon länger nach Ersterkrankung sind und den Wunsch haben, noch mal mehr zu tun als die reine Antihormontherapie, haben wir sowohl eine Studie mit einem oralen SERT, das ist eine weitere Antihormontherapie, die sehr spezifisch auf den Östrogenrezeptor wirkt, den so einklappt in die Tumorzelle und damit am Funktionieren hindert. Und dann haben wir noch, das ist die EMBER-4-Studie, und dann haben wir noch die ADAPT-LATE-Studie für Patienten, die gerne auch nochmal ein CDK4/6-Inhibitor bekommen würden, weil sie ein hohes Rückfallrisiko haben, aber vielleicht schon bis zu 6 Jahre nach der Erstdiagnose sind. Das wären so die Möglichkeiten bei hormonempfindlicher früher Brustkrebserkrankung. Und dann ein großes Spektrum der postneoadjuvanten Therapie beim
triple-negativen Karzinom ist es so, wenn noch Tumorrest da ist, dass man die Therapie ja nochmal intensivieren sollte. Und da haben wir im Moment die Tropion-03-Studie mit dem Datopotamab deruxtecan. Das ist so ein Antikörper-Wirkstoffkonjugat mit oder ohne Immuntherapie. Das ist auch eine Studie, wo man auch gerne kommen kann, wenn man woanders operiert wurde. Wichtig ist nur, dass man noch kein Pembrolizumab nach der Operation bekommen hatte. Also sobald man das OP-Ergebnis weiß und dass nicht aller Tumor verschwunden ist, wir nennen das Non-PCR, dann wäre es sinnvoll, uns einen Arztbrief zu schicken oder uns direkt zu kontaktieren seitens der betreuenden Ärzte und dann würden wir schauen, ob das geht. Und es ist aber schon, warte ganz kurz, ja? Es ist möglich, dass Pembrolizumab in der neoadjuvanten Situation vor der Operation schon gehabt zu haben. Okay. Nur nach der Operation darf es nicht gegeben werden. Und da das ja in der Regel manchmal schon 3-4 Wochen nach der Operation wieder gestartet wird, ist eben wichtig, dass man da vorher Bescheid sagt. Dann prüfen wir das schnell. Und wenn es prinzipiell geht, berät auch unsere Studienärztin, die Frau Dr. Banning, wie man das dann zeitlich alles macht. Und zu guter Letzt noch 2 Studien für Patienten mit einer Neuerkrankung, HER2-positives oder triple-negatives Karzinom, wo wir ein Antikörper-Wirkstoffkonjugat alleine testen bis zur Operation. Entweder das Trastuzumab deruxtecan in der ADAPT-HER2-4-Studie oder das Saxituzumab govitecan. Hier auch in Kombination mit einer Immuntherapie. Und das wären Studien, die bei Erstdiagnose in Frage kommen. Da geht es dann darum, möglichst wenig Therapie, möglichst effektive, aber wenig Therapie. Und wenn dann eine PCR herauskommt bei der Operation, dann braucht man hinterher keine oder nur noch ganz wenig Therapie. Also das sind schon sehr vielversprechende Studienkonzepte. Wenn du sagst, PCR, vielleicht erklärst du das noch kurz? Ja, das ist eben das komplette Verschwinden der Tumorzellen. Wir hatten ja vorher besprochen, die Studien bei Non-PCR, wenn man also noch Tumorrest hat bei der Operation nach der neoadjuvanten Therapie und bei der PCR wäre dann eben aller Tumor weg. Und das ist ja sehr, sehr günstig für den weiteren Heilungsverlauf. Das klingt ja echt super. Vielleicht erklärst du noch, habt ihr denn speziell für frühen beziehungsweise für fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebs Tumorboards, die das alles besprechen? Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig in einem Brustzentrum, dass man eben auch mit allen Spezialisten, ich hatte ja vorhin ja angesprochen, was wir alles anbieten, dass man eben alle Spezialisten 2-mal die Woche machen wir es in der Früh, jeweils Dienstag und Donnerstag an einen Tisch holt und dass man eben alle Patientinnen mit ihren Fällen und der Tumorerkrankung eben nochmal bespricht, schaut, dass man nichts übersieht, dass alle einverstanden sind mit dem Therapiekonzept, was wir ja immer auf die Tumorerkrankung, aber auch auf die Wünsche der Patienten entsprechend zuschneiden. Und da sitzen dann neben uns Frauenärzten, die wir ja Systemtherapie machen, aber auch operieren, eben auch die Strahlentherapeuten, die Radiologen, Pathologen und andere Fachdisziplinen mit am Tisch. Vielleicht noch ganz kurz zu den Studien bei der metastasierten Erkrankung, weil das ja nicht viele Patienten betrifft, aber für die Patienten dann doch extrem wichtig ist. Da lohnt sich es auf jeden Fall vor einer Therapie, sei es in der Erstlinie oder auch bei späteren Therapielinien, einfach mal nachzufragen, ob Studien zur Verfügung stehen. Wir haben zum Beispiel bei der rezeptorpositiven Erkrankung Studien mit einem neuen P3K-Inhibitor, der eben ganz speziell bei P3K-Mutation wirkt und deutlich besser verträglich ist als der bisherige Standard. Wir haben die Möglichkeit bei der hormonempfindlichen Erkrankung, wenn dann eine Chemotherapie indiziert ist, sofort in der Erstlinie ein sogenanntes Antikörper-Wirkstoffkonjugat anzubieten. Und viele Studien mehr, auch bei triple-negativer Erkrankung in der Erstlinie, neues Antikörper-Wirkstoffkonjugat, sodass ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall nachzufragen. Und wir haben ja auch in München ein sehr gutes Verhältnis zu den anderen Brustzentren. Das heißt,
die wissen, was wir anbieten. Wir schicken weiter, wenn wir was nicht haben, was aber sinnvoll ist für die einzelnen Patienten, sodass man sich da nicht scheuen muss, einfach auch mal nachzufragen beim eigenen Team. Und Patienten, die bei uns in Behandlung sind, kriegen das Angebot sowieso. Super, vielen Dank. Gerne.